Hallo, guten Morgen und diesmal mal mit einem guten Morgen, weil ich das Video nämlich eben gerade hier um 10 vor 9 drehe. Ja, das liegt daran, dass ich heute erst zur 5. Stunde Schule habe und das eben gerade erst mitbekommen habe und deswegen nochmal 2 Stunden jetzt Zeit habe, etwas zu machen und ich dachte, ich drehe einfach mal ein Video, weil das Licht eben gerade ziemlich, ziemlich gut ist. Das Thema dieses Videos sind Pickel und Pickelmale. Als allererstes erzähle ich euch mal was zu meiner Haut. Also meine Haut neigt leicht zu Akne, hat mir der Hautarzt so gesagt. Erstmal, ein Mythos, den wir hier schon mal sofort wegstreichen, ist, weil viele Leute, die sich einfach nicht mit Akne rumschlagen müssen, die einfach keine Ahnung davon haben, ich meine, besser für die, sie können glücklich sein, wirklich sehr glücklich, die sagen einfach, es fehlt an Körperhygiene. Das stimmt schon mal gar nicht. Das Problem ist, wäscht man sich das Gesicht zu oft, wird der natürliche Säureschutzmantel zerstört und es entstehen mehr Pickel und die Teilproduktion, das heißt die Teilproduktion, die Pickel verursachen, übertreibt sozusagen mit eurem Säureschutzmantel und dann seid ihr gearscht, weil ihr noch mehr Pickel habt. Und das wäre ziemlich unpraktisch. Deswegen diesen Mythos streichen wir einfach schon mal komplett weg. So, dann erstmal jetzt nochmal dazu, warum ich dieses Video drehe. Ich hatte ja bereits schon mal ein Pickel-Video gemacht, aber ich habe jetzt andere Produkte ausprobiert, die ich persönlich einfach besser finde. Und bei den billigeren Produkten habe ich mir jetzt einfach gedacht, das bringt nichts, du benutzt sie jetzt schon so lange und es sind keine großen sichtbaren Ergebnisse da. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt einfach ein neues Video mit ein paar teureren Produkten. Das tut mir leid, aber ich finde, dass die wirklich helfen und wenn es einen wirklich stört, dann gibt man dieses Geld auch mal gerne aus. So, ich erzähle euch jetzt erstmal, wie es dazu gekommen ist, dass ich diese Produkte verwende. Ich war zuerst beim Hautarzt und habe mir gedacht, er könnte mir ja wohl bei meinem Problem weiterhelfen. Und er hat mir so ein komisches Zinkzeug verschrieben, was auch wirklich gegen Pickel hilft. Nur fand ich, dass dieser Erfolg in den ersten 2 Wochen schon bemerkbar war. Aber dann nach einer Zeit blieb es halt immer konstant. Es hat sich gar nichts mehr verändert. Und deswegen fand ich es nicht so toll. Und andererseits war meine Haut auch richtig, richtig trocken. Also es war wirklich trocken. Und wenn ihr dann eure Puder oder Foundation auftragt und sie dann unter den kleinen Hautschüppchen hängen bleibt, sieht das ziemlich, ziemlich kacke aus. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, auf eigene Faust nochmal was Neues zu suchen. Dadurch, dass ich jetzt eigentlich hauptsächlich eher mit Pickelmalen zu kämpfen habe, als eigentlich mit Pickeln, habe ich mich dazu entschieden, also ein bisschen mal im Internet durchzuschauen. Und ich erkläre euch aber erstmal, was Pickelmale sind. Pickelmale sind eigentlich so Stellen im Gesicht, wo mal Pickel waren. Das heißt, die entweder ziemlich, die sich entzündet haben oder die ihr mal ausgedrückt habt und da, wo ihr es halt einfach nicht lassen konntet. Und an dieser Stelle hat sich unter der Haut Blut angesammelt und dieses Blut kann sozusagen nicht mehr entweichen. Und dadurch müsstet ihr halt sozusagen es schaffen, dass die Durchblutung in eurer Haut verbessert wird. Also ihr müsst die Durchblutung fördern. Und das könnt ihr sozusagen mit Massagen machen, habe ich gelesen. Und bei diesen Massagen helfen natürlich Peelings, die gleichzeitig das Hautbild verfeinern. Und da habe ich schon mal das erste Produkt, nämlich von Vichy. Und das heißt Normaderm. Da steht drauf: Reinigungspeeling gegen Hautunreinheiten mit hautverfeinernden Mikropartikeln für die tägliche Anwendung. Befreit und reinigt die Poren. Verfeinert und glättet das Hautbild. Also ich finde schon mal, ich sage es erstmal das Positive, verfeinert und glättet das Hautbild, finde ich auf jeden Fall. Befreit und reinigt die Poren. Stimmt auch, sonst würde sich das Hautbild nicht wirklich verfeinern. Ich benutze es jetzt schon 1,5 Monate und ich finde, es ist schon sichtbar, dass mein Hautbild auf jeden Fall ebenmäßiger ist. Und leider finde ich schon mal, also war das nur bis hierhin voll und es ist schon hier unten bis jetzt. Also Bravo, Mogelpackung, sage ich nur so. Es kostet so ungefähr 10 € oder kann auch 12 € kosten. Und ich finde so für die tägliche Anwendung, das heißt einmal am Tag, nicht öfters, würde ich euch das auf gar keinen Fall empfehlen, ist es wirklich okay, dass ihr einfach den ganzen, also ich mache es meistens abends und damit man dann einfach mal alles weg hat. Einfach nur alles weg. Und man merkt, dass die Haut richtig glatt ist danach.
Nachteil nochmal, am Anfang, als ich benutzt habe, ist meine Haut ziemlich ausgetrocknet und gerne mal an diesen seitlichen Stellen, wo man vergisst, es richtig wegzuwaschen, hat sich meine Haut richtig ausgetrocknet. Ich konnte die Haut hier so wirklich so abziehen und das fand ich dann nicht mehr so lustig. Aber wenn ihr aufpasst, dass da keine Überreste bleiben und ihr manchmal auch Feuchtigkeitscreme nochmal extra an diesen Stellen verwendet, müsste das alles überhaupt kein Problem sein. Zu viel Feuchtigkeitscreme, gerade auf die Pickel oder so, sind nicht gut, weil das fordert die Teigproduktion nur an. Mit vielen schlechten Feuchtigkeitscremen. Deswegen einfach nochmal mit Feuchtigkeitscreme, dann müsste es keine Risiken wirklich geben. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Hauttyp ihr seid. Wenn ihr eine Haut habt, die sehr leicht austrocknet, dann würde ich euch das nicht empfehlen, weil es ein bisschen zu aggressiv ist. So, mein zweites Produkt, was ich euch noch vorstellen wollte, ist auch von Vichy. Auch Normaderm. Und es ist das Aktiv Anti-Imperfection Concentrate. Auf Englisch. Und, mal gucken, steht es auf Deutsch drauf? Bei lokalen Hautunreinheiten. Aktivkonzentrat gegen Hautunreinheiten. Wie ihr seht, ist es eigentlich schon so ziemlich leer. Und das hat bei täglicher Anwendung, das heißt abends, bis jetzt gehalten. Und ich muss sagen, es hilft schon teilweise. Ihr könnt es tagsüber auch nochmal auf die Haut, auf lokale Hautunreinheiten drauf tun. Die Rötung geht auf jeden Fall zurück. Es wird besser, aber die Pickelmale, mit denen ich jetzt eigentlich zu kämpfen habe, eher nicht. Das heißt, eher nur für Pickel, damit ihr auch ein bisschen vorbeugen kommt, könnt, dass keine neuen Pickel kommen. Genau das Gleiche ist auch hier, dass man merkt, dass weniger neue kommen. Und ich muss sagen, ich war jetzt nicht so begeistert. Ich fand, das ist schon okay, aber dafür, dass dieses Ding genauso viel wie das hier kostet, auch so um die 10 Euro, finde ich das, 15 Milliliter finde ich das ein bisschen teuer, zu teuer. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, das hier auf gar keinen Fall nochmal zu kaufen. Und habe mich jetzt nach einer neuen Möglichkeit umgeschaut. Und das ist, finde ich, ist der absolute Hammer. So, und dieses Produkt hier habe ich eigentlich erst seit 3 Tagen. Aber ich bin die ersten Tage, muss ich sagen, ich bin einfach nur komplett überzeugt. Das war mein Meerschweinchen, falls man es eben gerade gehört hat. Ich fand schon nach dem ersten Tag hat man gemerkt, am nächsten Morgen, ich trage es immer abends auf, am nächsten Morgen hat man schon auf jeden Fall gemerkt, wow, es ist viel, viel besser geworden. Am zweiten Tag noch besser und jetzt noch besser. Das heißt, die Fortschritte steigen eigentlich exponentiell an. Einfach nur. Und deswegen finde ich das wirklich super. Aber das Problem ist bei dieser Paste, was ich jetzt nicht wirklich als Nachteil empfinde, man muss einfach nur ein bisschen aufpassen. Es könnte ein paar Flecken auf der Kleidung geben. Dadurch, dass diese Paste so einen grünlichen Stich hat, an den Geruch gewöhnt man sich. Er ist jetzt nicht wirklich so schlimm. Nach der Zeit findet man den sogar toll. Ein bisschen komisch. Und abends sollte man sich ein Handtuch auf sein Kopfkissen legen, damit man nicht die ganze Zeit die Paste hin und her auf seinem Kissen verteilt. Und zu Hause ist dann eh egal, wenn man mit so grünen Cremeflecken rumläuft. Von daher ist es dann wurscht. Also mir ist es zumindest egal. Und deswegen ich würde euch vorschlagen, die Paste schon so um 6 oder sowas aufzutragen, sodass sie halt schon ein bisschen fester wird und ihr dann nicht mehr so viel auf dem Kissen verteilt. Am nächsten Morgen könntet ihr dann einfach mit Wasser abwaschen. Und wer diese Paste auch schon mal ausprobiert hat, wäre ganz toll, wenn er hier unten einen Kommentar hinterlässt und dann einfach mal sagt, was er davon hält und wie es bei ihm so gewirkt hat, weil ich habe mich auch nochmal im Internet über diese Paste schlau gemacht. Dadurch bin ich auch auf diese Paste gekommen und ich gebe sie auf gar keinen Fall mehr her. Ich will sie nicht mehr hergeben. Und da waren bis jetzt auch nur positive Rückmeldungen, nicht so wie viele Produkte, wo halt teilweise 50-50, manche sagen super und andere sagen, geht gar nicht. Es kommt halt wirklich auf die Haut an und dieses Produkt ist anscheinend mit sehr vielen Hauttypen verträglich. Und ich muss sagen, die Kombi und die Kombi werde ich jetzt erstmal beibehalten. Und das einfach nur für die Reinigung vom ganzen Gesicht, damit das Hautbild einfach ebenmäßiger wird und das hier zur Kontrolle von einzelnen Stellen. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall besser geworden. Natürlich ist auch nochmal die Foundation, die ihr dann später auftragt, sehr wichtig und zu der werde ich dann auch nochmal ein extra Video machen. Also ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen und das Video ist nicht allzu lang und mein Geplapper ist nicht zu komisch. Tut mir leid, aber ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein bisschen früh ist, aber ich hoffe, ich habe alle Infos gegeben und ich habe nicht alle Sachen 1000 Mal erwähnt. Und ich hoffe, es ist ein bisschen besser als mein letztes Pickel-Video geworden.
Ja, und ich wollte noch genau sagen, das hilft auch so gegen Pickelmale und so. Das fand ich bis jetzt ziemlich gut. Ja, und wenn sich was ändert daran, werde ich natürlich noch mal eine Review hochladen zu diesen Produkten. Und wir sehen uns dann. Ich freue mich dann in meinem nächsten Video darauf, euch wiederzusehen, weil ich euch auch alle sehe. Ja, genau. Und dann bis zu meinem nächsten Video. Tschüssi.